Da 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 da. Lotto bereit. Okay. Ich verlange von meinen Leuten nicht mehr als von mir selbst. Tag und Nacht. Ach, Hugo, du, ey. Das gefällt ihm. So unauthentisch, der Typ, ja. Völlig im Krieg. Aber ey, dass deine Arbeitskräfte, finde ich super. Finde ich super toll, dass deine Wirtschaft gut funktioniert, aber wir sind halt trotzdem im Krieg, so. Was will der denn hier als auf Tamburin, Alter? Der hat Bock. Der mag Tamburin. Ja, ich mag auch Trampolin, aber... Trampolin. So. Okay. In Besa haben wir gerollt. Der Rest geht jetzt über die Schutzflotte, die hier bleibt, bis alle Inseln besetzt sind. Ja. Aber ich schicke... Nee, ich bin mir unentschlossen, ob ich die Flotte erst in die Rep schicken soll. Du, was meinst du denn... Was macht denn das Vollkühlschiff hier? Die Great Eastern da? Frachtschiff steht bereit. Ach so, ja, Items. Uncool. Nur Items bringen, mehr nicht. Ja, komm, ich schick die Flotte erst in Rep, bevor irgendwas passiert. Soll ich vielleicht so nebenbei vielleicht noch versuchen, irgendwie, dass wir 20 mehr Einfluss bekommen durch mehr Bevölkerung? Für eine Insel, die autark, also selbst arbeitet? So nebenbei, also nicht Fokus, sondern so, wenn ich Zeit habe. Ja, so nebenbei. Okay. Im Krieg halt um die... Warte mal, du fährst hier runter. Mal die ganzen Items hier rankarren da. Alles bereit. Speedster hier hin. Wir sind halt immer noch im Krieg, ne? Ja, das, genau. Darf ich mir diesen Clipper hier ausleihen, der am Kap rumliegt mit seiner Schokolade? Ja. Okay. Für den Clipper habe ich doch keine Verwendung. Aber so langsam müssten wir mal unsere Great Eastern hier ein bisschen verteidigen. Ja. Fahr doch mal da hoch, du dummes Scheißschiff, Alter. Fahr doch einfach mal da hoch. So, zack. Unserer Flotte entgegen. Ruder übernehmen. Anstatt ständig von der Flotte wegzufahren. Was kommt denn da angefahren? Na, hallo Hugo. Da müssen wir noch mal gucken, was da alles drin ist. Bei. Okay, das funktioniert immer noch. Ja, läuft. Neue Welt ist, glaube ich, safe erstmal. Da passiert auch nichts mehr. Antarktis, ja, langweilig da oben. Kisten unter Deck. Okay. Gut. Wenn du zwischen zwei bist, sagst du mal Bescheid. Ich habe mal eine Off-Topic-Frage. Ja. Das dauert aber noch ein bisschen. Alles gut. So. Es war generell die Frage nach der Zeit, wie lange du heute geplant hast. Ja, so grob ist
Ja, ein bisschen über 11 auf jeden Fall. Alles klar. Danach richte ich mich jetzt halt auch was für in Klammern Aktivitäten. Kampf-Dinger ich jetzt noch angehe. Oder ob ich nicht vielleicht die Flotte in die Rep stelle und erstmal wieder aufrüste und. Ja. Hast du irgendwas Besonderes mit der Siedlung ganz im Süden gedacht hier? Black? In Kap? Die große Insel? Kann ich die benutzen oder? Ja. Da willst du eine autarke Siedlung draufbauen? Ja. Das kannst du gerne tun. Dann aber bitte mit Pendlerhafen und Fokus auf Arbeiter erstmal nur. Okay. Das ist ja nicht das Problem. Blueprint für die Stadt hast kannst du dir ja oben holen. Stimmt. Halt nicht die große, sondern vielleicht das Doppelte unten drunter, weißt du, Richtung Hafen. Guck mal, auf Black könnten wir sogar autark mit Öl dann arbeiten. Stimmt. Ja, ist eine Idee. Brot können wir machen, Schnaps können wir machen. Bier können wir nicht machen. Eigentlich kein Grund, hier Trübsal zu blasen. Bam, bam. Okay, das dauert noch, bis das Schiff da ist. Gibt's hier noch was zum Abfangen? Oh ja, da kommt eine ganze Menge angewackelt. Hi. Es sind ja nur noch zwei Inseln, die er hier auf Weser nehmen kann, ne? Ja, so kleine Kackinseln, ja. Was kommt denn von da oben? Ach, Frachtschiff. Na dann, ruf da. Ach ja, ist das schön. Ja, so ist auch. Mensch. Hugo. War echt schön. Jetzt, da wir das mit den Minen wissen, ne, können wir da. Ist das viel entspannter jetzt. Ja, und immer noch sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend, was eine Mine so anrichtet. Schwer, ja. Da fehlt mir vielleicht noch ein Item, irgendwie so nach dem Schema ausgerüstetem Schiff erkennt Minen im Umkreis von. Sowas in der Art. Wäre cool. Warte mal. Hab schon nachgeguckt, finde ich jedenfalls nicht, aber wenn du da suchst gerade. Oder vielleicht habe ich es auch einfach nicht gefunden wegen. Ich hab was. Ich hab was. Da hast du mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht. Natürlich. Okay. Wenn man viel World of Warships spielt, dann hätte einem das eigentlich einfallen müssen. Es gibt doch dieses Echolot zum Tauchen. Ja. Gibt's das? Mhm. Das Problem ist nur, ach so, das ist nur auf dem Bergungsschiff einsetzbar. Naja, siehste. Okay. Schade. Ja, das meine ich, das fehlt irgendwie noch, glaube ich, im Spiel. Echolot mit hoher Reichweite, das nahegelegene Aufgabenziele, Schätze und Minen enthüllt. Ach so. Ach, dann muss man extra mit dem Schiff vorf... Okay. Du müsstest halt das Ding in deiner Flotte mitführen. Boah. Und das sehe ich als Problem. Ja, der Ding ist doch... Also, du schickst das ja theoretisch ja auch vor, also... Nee, es müsste einfach in deiner mitfahren. Flotte mit dabei sein. Ja. Und wenn du das legendäre Radar hast,
dass Nate da. Dann. Ja. Dann könnte man das wohl machen, ja. Das würde übelst viel Schaden reduzieren. Oh, dein Beuteschiff ist wieder auf dem Rückweg. Sehr schön, sehr schön. So. Oh, ist der Clipper jetzt echt entkommen da? Warum? Jetzt kann der da hinfahren. Ach Mann, Alter. Ich wollte den doch rechtzeitig abfangen. Vorsicht, Seffe, mach deine Schuhe nicht dreckig. Scheiße, Mann. Jetzt kann er da unten die Insel aufbauen. Echt? Ja. Weiß nicht, ich habe zu den vier Schlachtkreuzern gesagt, sie sollen da hinfahren und den scheiß Clipper versenken. Dann fahren sie zu der Position, wo der Clipper war, als ich geklickt habe, und der Clipper fährt vorbei. Naja, da wird er bauen, 100 Pro. Das will er sich nicht nehmen lassen, die Insel. Ja, dann werde ich das mit der großen Flotte hier noch machen. Ja, dann ist ja erstmal Schicht im Schnab, wo da oben ist noch eine Insel. Nö, ah. Wo? Ach doch, da oben. Mhm. Aber die Insel ist ja mal so ultra. Na warte, ja. Dem kann ich ja vorbeugen. Ja. Ihr vier, stellt euch mal genau hier rein. Und dann könnt ihr euch von da erstmal entspannen. Hä? Wo fährt denn der jetzt hin? Aha. Ja, der will die Insel von unten nehmen. Da will ich einen beschisseneren Anfahrtsweg haben. Schiff unter Beschuss. Dein Ernst? Neue Ziele? Dein Ernst? So, Kriegsschiff. Fahr mal entgegen. Finde ich sehr schön. Sehr entgegenkommt. Das kommt nie an. Das wird nicht ankommen. Blockade! Achso. Durchfahren. Die arme Sau. Wo ist Wilfried? Ja. Nix bei. Schade. Nee, der schleicht erstmal um die Insel drumrum. Jetzt. Ah, gut, Zeppeline, ja. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Nicht mehr lang. Das ist auch das erste, was ich baue. Erstmal. Obwohl. Ein Leuchtturm. Erstmal ein Leuchtturm. Alter, wo fahren die denn hin? Jetzt bleib doch mal hier. Vor allem auch erstmal. Eine Holzfällerhütte ohne. ohne Abhol. Ohne Lagerplatz. immer gut. Ach so, ja, sicher. Die zwei gehören ja immer noch zu dem alten Verband hier. Mal guck, ich habe jetzt oben links in der Ecke, wenn er auf die Idee kommt, die Insel zu nehmen. Mhm. Hast du da? Naja, perfekt. Perfekt. Und vor allem, die haben so eine hohe Reichweite, die kommen von dort aus an jeden Strand, ohne dass ich Minengefahr haben muss. Das ist natürlich jetzt blöd. Ja, gut. Da funktioniert alles sehr schön. Ja, eigentlich, ja, ist eigentlich ganz stabil, muss man sagen, jetzt gerade. Man könnte ja den Clipper vorher noch versenken, ne? Frachtschiff steht bereit. Man will doch jetzt bestimmt hier einkaufen. Oh, ist schon fertig. Sehr schön.
Du willst auch mal ein bisschen woanders bauen, wie immer nur in der neuen Welt, ne? Ich kann's ja irgendwie nachvollziehen. So, Hugo, hast du jetzt beim Kaiser eingekauft, ja? Finde ich gut. So. Wenigstens ein paar Ecken und Kanten hast du. Jo, ne? Ja, ohne Ecken und Kanten ist langweilig so. Probier jetzt hier mal was aus. Ich will wissen, ob die Minen wirklich nur im Hafenbereich sind. Oder ob ich. Ob die um die ganze Insel rum. Ich versuche jetzt mal diese Insel hier nicht vom Hafenbereich aus zu erobern. Okay. Ja, mach das mal. Würde Geld sparen. Aha, würde Schiffe sparen. Schiffe vor allem, ja. Hä? Hier wird geschlossen? Si, Senor. Irgendwo wird geschossen. So, guck mal her, jetzt wird's spannend. Ob das klappt. Und wenn das richtig ist, sehen Sie, wenn das... Also wenn da jetzt schon Minen sind, ne, dann ist aber, es macht keinen, aber ja, KI. Kiki. Dieses Lagerhaus, nur für diese Holzfällerhütte da unten, das ist ja super effizient. Alter, leck mir am Arsch. Der Weg. Boah. Ja, da sind auch Minen. Schiff unter Beschuss. Gut, dann stehen bleiben, gar nicht weiter ranfahren, stehen bleiben. Ich sagte nicht weiter ranfahren. Reinfahren? Die tummeln sich da im Minengebiet, das ist zum Kotzen. Der Widerstand ihres Feindes. Chef, wo sind die Minen? Da? Okay, fahr ich rein. Merke dir, Tyrann. Ja, und ja. Die Items. Ja, genau. Oh wow. Quadratmeter für gerade gebaut. Zack, sind sie da. Ja. Kleiner Hut. Was ist da? Ein Imperium? Imperium. Si, Senor. Okay, dann haben wir erstmal Ruhe da. Das ist schon mal dann erledigt. Gut, also das Kap ist geklärt und Embesa ist geklärt. Die Arktis ist soweit auch geklärt. Mhm. Ne, da haben wir ja nur die eine Kackinsel da noch. Ja. Man könnte ja überlegen, ob man hergeht. Und man könnte auch überlegen, wenn wir hier fertig sind, in Besa die Reparaturkräne zu verkaufen wegen Einfluss. Ja. Ich habe ja vier Schiffe hier nachproduziert, ne? Ja. Die schicke ich dir jetzt in die Arktis und dann nimmst du die Arktis. Super. Ja. Klingt nach einem Plan. Oh, ist da was? Achso, ist ein Zeppelin. Ja, nee, den kann ich leider nicht abfangen. Gut. Was wollte ich jetzt? Alte Welt, jawohl. Nee, falsch. Ins Kapi wollte ich. Kapi. So, eine kleine Holzproduktion wäre eigentlich schon ganz cool. Kann es mir natürlich auch holen eigentlich. Das macht jetzt auch keinen Unterschied.
Ich will diese Insel da unten noch haben, ne? Liberty, ich will sie noch haben. Ja. Und die nehme ich mir jetzt auch noch. Der Verband in die alte Welt. Besser geht immer. Ich vereinige jetzt die zwei Dampfflotten und dann hole ich mir die. Dann greife ich die von zwei Seiten an. Mit der einen elf Schiff starken Flotte oben, ja. Und mit der anderen 11 Schiff starken Flotte unten. Scheiße, der hat da jetzt eine Bertha hingebaut. Als wenn er das gewusst hätte. Ja, nee, dann lass ich's. Dann nehme ich jetzt erst das Kap, die neue Welt. Oh nein, nein, Simon, du. Schönen Tag auch. Ich wollte doch eigentlich nur. Platz machen. Bereit für den Einsatz. Hattest du was Besonderes vor mit der Speedstar von deiner Hauptstadt? Nee, ne? Items? Doch, die müsste voll sein. Ja, genau. Die lade ich aus und dann fahre ich zur nächsten Insel. So, aber danke, dass du mich dran erinnerst. Ich sehe sie gerade, deswegen. Mit der räume ich gerade die Inseln, die wir auf dem Cup alle eingenommen haben, an Items leer, weißt du? Ja, sehr gut. Aber wenn die dann fertig ist damit, kannst du die haben. Oh, das ist nice. Ich habe ja hier ein Schiff, dauert ein bisschen, aber. Ich werde die Speedster auch mal eben ausrüsten mit Motor und Kram beim Nate. Dass Speedster auch Speedster ist. Alter, die hat 8 Frachtplätze, ey. Das ist schon cool. Schiff unter Beschuss. Bitte. Hä? Na, ihr seid ja mutig. Alter. Oh, Fahrfehler gemacht, Hugo. Und Bums. Oh, der hat ein Gefängnis eingekauft. Oh mein Gott. Da kommt noch ein zweites. Alter. Ah, der hat Erze gekauft.
Lol, okay. Gehen denn die Ärzte aus, oder was? Ja. Neue Befehle? Weißt du was? Verkaufen. Gerade wieder verkauft. Geil. Kampfdeck bereit machen. Was ist da drinne? Aber ich muss sagen, das lohnt sich, einfach die Handelshäfen zu besetzen. Ja. Das macht schon viel aus, ja. Erwarten neue Horizonte. So, Clipper Wipper. Komm mal her hier. Guck mal, wir haben sogar Seeminen, sehe ich gerade. Lol. Was kann ich woher? Wahrscheinlich von Hugo geplündert. Nicht schlecht. Ach ja, die steht ja beim Nate. Kaufen. Da ist der gute Propeller. Der Popopeller. So. Ein Teil für dich, zwei Teile für mich. Da haben wir noch einmal Frachtverlangsamung. Zack. Bei Frachtverlangsamung macht ja eigentlich keinen Sinn. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Mhm. Aha. Aha. Alles klar. Da hat's wieder einer nötig. Hey, es gibt doch noch einen grünen Propeller. Wo ist der denn? Da ist er doch. Okay, das funktioniert, das läuft. Das läuft. So, das sind...